Guten Abend miteinander, Buiuiui, Hans-Peter. Heutiges Thema, da die Studie zu den Jungen, die der Bund hat gemacht hat. Erste Erkenntnis, die Jungen haben es nicht so mit den Ausländern. Putz, bis ich wette, die Alten ja auch nicht. Und aus der Genetik wissen wir, aus Mäus gibt es Mäus. Schauen wir ja ein bisschen näher her. Wer haben sie zum Verhältnis mit den Ausländern befeuert? Stellungspflichtige, also angehende Soldaten. Ja, der Find auf dem Schlachtfeld ist immer ein Ausländer. Zweite Erkenntnis, für die Jungen sind Meinungsfreiheit und Gleichberechtigung der Geschlechter nicht verhandelbar. Das ist ein Widerspruch. Man soll also dürfen sagen, die Weiber haben im Militär nichts verloren. Oder da im Nahkampf so eine schöne vis-à-vis steht, also unverschleiert. Soll es ja geben, dann wurde ich dann noch manchmal schwach. Einmal ich schon. Die dritte Erkenntnis, die Jungen können sehr viel sprechen, aber kein Französisch. Außer die Welschen, die können dafür nur Französisch, aber was nützt es, versteht sie ja niemand. In der deutsch-schweizer Schule besteht also ein Defizit. Pourquoi? Parce que c'est gop, vergessen difficile, une langue avec accent aigu, fessier complexe, et drauf auf, non subjonctif, passé simple, et tous les cochonneries de l'auto, Französisch ist ja nur erfunden worden, um die Schüler zu plagen. Fianz ist bei den Spöjajachen, was der Medizinbau oder der Bayer im Sport, le bal du médecin ou le. Fini. Oh, ihr könnt es aber. Fertig.